Toll. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Feed the Beast. Heute leider wieder alleine. So, nun gut. Ich hoffe, euch hat der Gast letztes Mal gefallen. Könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wie es so aussah mit dem Gast. Ob er das gut fand, dass ich mal... Ja, das war jetzt ein Real-Life-Kollege von mir. Also heißt, einer aus meiner Klasse war das. Und hier sehen wir ein neues Dorf. Hä? Gehe ich mal hier kurz rein. Haben wir nochmal so ein Dingens da gefunden? Wunderbar. Nee, was ich sagen wollte, das war wie gesagt ein Kamerad von mir aus meiner Klasse jetzt. Habe ich eigentlich die Musik in einer passenden Lautstärke? Ja, habe ich. Gut. Was ist denn hier? Das sieht ja grotesk aus. Aber hier ist Eisen. Gut, dass ich das gefunden habe. Nehme ich direkt mal mit. Weil, ja, Eisen kann man immer gebrauchen, sag ich mal, ne? Habe ich schon so oft erklärt. Aus Eisen können wir uns im Prinzip Diamanten herstellen hier in Feed the Beast mit diesem Miniumstein, weil aus Eisen, meine ich, kann man sich Gold herstellen und aus Gold kann man sich dann ganz einfach einen Diamanten herstellen. Nein! Sach! So ein Pech, ey. So ein Pech, oder? Oh, man. Ich würde gerne... Ah, Mist. Ah, hier Open to LAN. Load Sheets. Start LAN Word. Ist da tatsächlich mein Jetpack leer gegangen, oder? Das glaubst du doch nicht. Warum füllt sich denn das jetzt auch nicht mehr auf? Ist ja komisch, ist das. Nee, ehrlich, warum tut es sich nicht mehr auffüllen? Ah ja, jetzt füllt es sich wieder auf, groteskerweise. Füllt sich das eigentlich auch auf, wenn ich es hier rein tue? Nein, tut es nicht. Muss ich das tatsächlich hinten drin haben? Das ist ja blöd. Also auf dem Rücken tragen. Sorry, dass ich da jetzt kurz gecheatet habe, aber ich meine, ich wäre da wieso rausgekommen. Ich wollte jetzt halt nur, dass das sich mal auflädt hier, mein Dingen, ne? So, aber nun gut, für solche Zwecke habe ich ja extra den Solarhelm gecraftet, damit wir in solchen Situationen auch ganz einfach, dann trotzdem weiterlaufen können. Obwohl... Ich sag mal, der Jetpack uns im Stich gelassen hat. So. Geh mal da in die Richtung. Da müsste ungefähr unser Schlupfloch sein. Ach ja, was ihr mir jetzt auch mal in die Kommentare schreiben könnt, warum mein Jetpack sich da gerade nicht aufgeladen hat. War ich zu weit weg von der Sonne? Oder war in diesem Loch zu wenig Sonneneinstrahlung? Kann ja sein. Also... Ne? Ich hab da wirklich keine Ahnung von Tuten und Blasen jetzt. Ha, er hat Blasen gesagt. Ha, nee. Keine Ahnung. Aber ich denke wirklich, dass es eher daran lag, dass da zu wenig, ja, ich nenne es mal Sonneneinstrahlung war. So. Hervorragend. Wisst ihr, worauf ich auch mal wieder Lust hätte? So wie früher zu Let's Playen. Einfach ein Spiel nehmen, eine Stunde spielen. Und dann einfach später in vier Parts splitten.
Das habe ich früher immer so gemacht. Ohne Nachbearbeitung, ohne alles. Deswegen fand ich das immer komisch, dass viele Leute meinten, Let's Playen wäre Arbeit. Aber mittlerweile, ja, wenn man... Damals habe ich auch nur in HD encodiert, nicht in Full HD. Und... Ja, aber mittlerweile, wenn man dann in Full HD encodiert, ne... Dann noch Intro und so ein Getüdel davor schnipselt, dann noch die Audiospur bearbeitet, dann ist das doch schon, ja, bei 3 Videos am Tag, nicht, also pro Video ist es eigentlich eine ziemlich geringe Arbeit, aber da man einfach 3 Videos am Tag hat, ist das schon eine relativ, ja, große Arbeit. Was ist hier? Oh. Toll. Das ist doch schön, ist das doch. Sowas mag ich doch. Ups, das war... Hier ist wieder ein Vulkan. Wir könnten eigentlich auch mal... Das machen wir auch mal direkt. Hier was von diesem Basalt mitnehmen. Und dann uns was Schönes aus Basalt zusammenklammboostern. Ich denke, das gibt gute Akzente, dieser schwarze Cobblestone hier. Ja, war Basalt. Ich wollte gerade sagen, ja, war das überhaupt Basalt? Aber ja, war Basalt. Gut. Ah, heute ist wieder ein schöner Tag. Ah, kann ich ja mal ein bisschen über mein Privatleben mit euch labern. Mache ich ja hin und wieder mal gerne. Habe ich früher immer in Eurotruck Simulator 2 gemacht. Wollte ich dann eigentlich auch ab dem 26. März im American Truck Simulator machen. Aber, was ist? Kommt gar nicht. Das ist natürlich extrem toll, sag ich mal. Also wirklich... Das ist schon geil so, dass der wieder mal verschoben wurde. Aber nun gut, ich habe mir da jetzt mal einen anderen Simulator rausgesucht, den ich mit euch spielen will. Der sollte relativ viel, ja, Anklang finden, sag ich mal. Und ja. Nee, gut. Was ich sagen wollte, genau. Privat, ich habe hier früher mal relativ viel League of Legends gespielt. Ich meine... Vom Prinzip her ist League of Legends wirklich ein richtig gutes Spiel. Nur was mich aufregt, sind halt meine Teamkameraden. Ich sehe ein, wenn ich schlecht gespielt habe, warum ich verliere. Weil ich schlecht gespielt habe. Ich habe nicht gut gefarmt, keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch gut gefarmt, aber ich habe halt den Gegner so viel Kills gegeben, dass er einfach wesentlich mehr Items und mehr Gold als ich hatte. Und ich dadurch dann einfach nicht mehr, ja... ins Spiel zurückkam und dementsprechend keinen Schaden gemacht habe, etc. Verstehe ich, warum ich dann verliere, weil ich einfach schlecht gespielt habe. Ist blöd, aber ich verstehe es. Aber was ich nicht verstehe, ist, wenn ich meine Lane gewinne, ich spiele meistens Botlane als Support oder AD Carry, heißt, ich habe noch einen zweiten mit durchgenommen durchs Early Game, heißt, es haben schon mal 2 Leute das Early Game gut überstanden und unser Jungler war auch noch gut dabei. Und dann verlieren wir das Spiel einfach, weil wir solche scheiß Noobs im Team haben. Aber wirklich, und das regt mich auf. Das hat mich so aufgeregt, dass ich jetzt auf mir gesagt habe, okay, gut, hörst einfach auf mit League of Legends. Auch wenn es mir super viel Spaß macht. Ich bin einfach kein Teamplayer, wenn man dazu sagen kann. Ich würde am liebsten, wenn ich eine Niederlage einfahre, sagen können, okay, gut, das war komplett meine Schuld. Aber das kann ich ja bei League of Legends nicht, weil, ich habe jetzt schon, also wisst ihr, früher, als ich so aus Bronze zu Silber aufgestiegen bin, da hatte ich viele Erfolgserlebnisse, weil ich ganz einfach alleine, ja, carryen konnte. Aber jetzt, normalerweise ist der Entwicklungsprozess in League of Legends ja so, dass man sich kontinuierlich verbessert. Aber diese Verbesserung, ich wette, die findet bei mir auch statt, aber ich bemerke sie gar nicht, weil ich dennoch trotzdem immer verliere. Egal wie gut ich spiele. Und das ist einfach so ein Punkt, der mich übelst aufregt. Die Teamkameraden. Jetzt dachte ich mir, okay, spielst du lieber was, was Schönes, was auch vielleicht auch ein bisschen PvP mitbringt, was du selber spielen kannst, alleine, wo du wirklich für deine Entscheidungen verantwortlich bist. Wenn du verloren hast, liegt das an dir und nicht an irgendwelchen blöden Fiedern im Team. Ja, dann mache ich das halt. Und dazu habe ich mir jetzt erstmal Hearthstone rausgesucht. Das habe ich schon lange ein bisschen gespielt.
hast so eine Art Kartenspiel, sowas wie Yu-Gi-Oh! Und ja, macht richtig Fun. Also heißt, weil wenn ich da verliere, weiß ich, okay, gut, du hast nicht, keine Ahnung, genug Karten auf dem Board gecleared oder du hast, keine Ahnung, einfach nur Pech beim Kartenziehen gehabt. Das ist eigentlich der größte Punkt, der mich an dem Spiel aufregt. Aber anders gesehen kann ich auch mich, oder bemerke ich, wenn ich mich verbessere. Und weil ich ganz einfach nur meine eigene Leistung bewerten kann und nicht die Leistung von 5 oder von 4 anderen Idioten noch mit dazu. Nun gut. Ja, das mache ich derzeit so, mir ein neues Spiel suchen. Zusätzlich habe ich mir noch dann Dawn of War geholt. Dawn of War, ein wunderschönes Strategiespiel. Ich habe mir jetzt den ersten Teil erstmal geholt, weil erstens war der billiger und ich dachte mir, wenn der erste Teil mich überzeugt, kann der zweite ja auch nicht wesentlich schlechter sein. Obwohl, naja, das, davon sollte man eigentlich nie ausgehen, aber ich mache es jetzt einfach mal so naiv, wie ich bin. Und das ist ein Spiel, was mir super gut gefällt. Dawn of War ist eigentlich, ja, StarCraft mit Warhammer, 40.000 Charakteren. Und das macht einfach so viel Spaß. Und naja, es ist nicht ganz wie StarCraft, es hat noch einige andere Mechaniken, aber ja, macht richtig Spaß. Und StarCraft ist auch so ein Stichwort. Ich spiele derzeit, na gut, derzeit, ich habe halt nur die Starterversion da von diesem Blizzard Launcher da, aber ich spiele super gerne StarCraft, auch wenn es nur gegen Bots ist. Das macht einfach so viel Spaß, das glaubt ihr gar nicht, das ist so ein cooles Spielprinzip. Und ich denke mir tatsächlich, dass ich mir StarCraft zum Geburtstag wünschen werde, welcher am 4. Mai ist. Und dann hoffe ich wirklich, dass ich mal wieder ein Spiel habe, was mich begeistern kann. Ja. Nun gut. So, sind wir erfolgreich tatsächlich nach Hause gekommen hier. Wunderbar. Und dann schaue ich nochmal direkt hier nach Glas, weil ich möchte gerne was machen, kurz noch. Ob ich noch Glas habe. Nee, keine Glasscheiben. Ich hätte schon gerne Glasblöcke. Na, hier wird dann wahrscheinlich auch nichts drin. Was war das? Doch. Ist tatsächlich drin. Vorrang. Können wir schon... Nee, können wir noch nicht. Weil wird hier gerade dunkel. Hier. Das hier wollte ich auch mal ein bisschen verändern. So. Zack. Wunderbar. Ah, hervorragend. So. Gehen wir nochmal kurz pennen. So. Hervorragend. Dann einmal Tür wieder auf. Ups. Lass mich mal hier bitte. Genau. Nee, wie gesagt, Dawn of War. Nee, auf das Lied habe ich keine Lust. So, Dawn of War, ein wirklich wunderschönes Spiel. Also das macht mir richtig, richtig viel Spaß. Also das ist so, es erinnert mich an diese, früher habe ich sehr, sehr viel Strategiespiele gespielt. Age of Empires, Age of Mythology, Empire at War. Und an diese Zeit erinnert mich das so, weil das einfach so ein wunderschönes Spiel ist. Ich habe auf Peaceful gestellt, nicht auf Easy. Fällt mir gerade auf, weil ich schon ewig keinen Hunger mehr verloren habe, aber egal. Und an diese Zeiten erinnere mich das halt und das ist einfach so ein tolles, ja, nostalgisches Gefühl, möchte ich sagen, in das mich dieses Spiel einfach zurückversetzt, dass ich jetzt tatsächlich derzeit ein richtig geiles Spiel gefunden habe. Ich weiß gar nicht, ob das noch im Multiplayer gespielt wird, weil ich derzeit hauptsächlich gegen oder in der Kampagne rumdümpel, weil die richtig geil ist. Aber nun gut. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, dann positive Bewertung oder Kommentar nicht vergessen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss.